Dann sehen wir die nächste Szene und zwar kommt diese dann aus einem Auftritt von Stefan Raab. Und zwar, Stefan Raab hat sich damals über die Partei Bibeltreuer Christen lustig gemacht. Also wer nicht weiß, was es für eine Partei ist, die gibt es heute nicht mehr. Die heißt es, glaube ich, anders. Ich weiß nicht mehr wie. Irgendwas mit C. Die hat sich jetzt umbenannt und eine Neugründung gemacht. Aber damals hieß sie noch Partei Bibeltreuer Christen. Und in diesem Auftritt von Stefan Raab macht es sich lustig. Ich lasse es nicht ablaufen, weil es schon mal zensiert wurde, wo ich das Video früher gemacht habe. Denn der Beitrag ist ja bereits von 2013. Und aber hier wird sich dann auch wieder lustig gemacht über die Bibel. Und da schauen wir uns mal kurz an, was da gesagt wird. Ich habe einfach mal das rausgeholt, was da erzählt wird. Und zwar sehen wir da am Anfang einen Typen. Ich mache mal den Ton aus. Sehen wir am Anfang einen Typen, der eine Frisur hat, die etwas aussieht wie Money aus Ice Age. Dann macht er sich lustig und sagt am Anfang zu diesem Typen: Moment. Er sagt: Ich dachte, mit so einer Frisur kommt man in die Hölle. Wenn Gott gewollt hätte, dass man so rumläuft, warum hat er dann die Mütze erschaffen? Des Weiteren sagt er dann: Was ist das denn für eine Frisur? So stelle ich mir den heiligen Strohsack vor. Im Weiteren sagt er: Und jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, wie sehen die Menschen aus, die die Partei Bibeltreuer Christen wählen? Dann kommt ein Interview mit mehreren Jugendlichen, die sich halt für die Partei Bibeltreuer Christen einsetzen. Und dann kommt das, was ich vor allem unverschämt finde. Dann wird sich über ein Kind lustig gemacht, das gar nichts dafür kann. Und zwar sieht man dann Mama und Papa, wie sie auf einem Friedhof rumlaufen. Ich glaube zumindest, dass das einen Friedhof darstellen soll, genau hier. Oder nee, ein Garten, und ich weiß nicht, was ist ein Garten, genau. Jedenfalls laufen sie da entlang. Und dann kommt das Mädchen vor die Kamera und dann sagt das Mädchen folgenden Satz. Das Mädchen sagt dann: Aber ich brauche doch Papa und Mama, was jetzt eine Anspielung auf Homosexualität ist. Weil in der Bibel ja drin steht, dass Mann mit Mann nicht zusammenliegen soll und dass Mann mit Frau zusammen sein soll. Das steht da in der Bibel so drin. Und jetzt macht er sich über das Kind lustig und sagt dann: Ja, aber was ist, wenn sich einer der Papas anzieht wie eine Mama? Geht es dann? Wäre das eine Möglichkeit? Können wir uns darauf vielleicht einigen? Und dann wird sich noch über Russland lustig gemacht, also über alle russischen Mitglieder. Dann wird gesagt: In Russland hätte die, glaube ich, die Chance, die absolute Mehrheit, diese Partei. Also, dass die Partei Bibeltreuer Christen eben wegen dieser homosexuellen Anspielung oder dass Mann mit Frau zusammen sein soll und dass ein Kind Mama und Papa braucht, dass diese Partei deswegen in Russland wahrscheinlich die Nummer 1 wäre und gewählt werden würde. Hier finde ich zum einen das sehr, sehr unangebracht, sich über dieses Mädchen lustig zu machen. Und es war nicht das erste Mal, dass sich dieser Harab über jemanden lustig gemacht hat. Er hat zum Beispiel über so ein Model oder so ein angehendes Model, das irgendwas mit Loch geheißen hat, als Nachname, hat er sich lustig gemacht und auf sexueller Art halt, dass man da einlochen könnte oder so eine Art hat er sich geäußert. Und dann wurde er auch verklagt von diesem Mädchen auf 7.000 € oder so. Des Weiteren sagt er dann noch: So, ich weiß nicht, was man im Wahl-O-Mat für eine Scheiße, hat er wirklich gesagt, ankreuzen muss, damit die bibeltreuen Christen ganz oben stehen. Weiter sagt er: Sollten wir einfach mal probieren? Ich glaube, das geht gar nicht. Also er macht sich hier wieder über die Partei bibeltreuer Christen lustig. Und was ich vor allem sehr, sehr schlimm finde, dass er sich über dieses kleine Kind lustig macht, das dann wahrscheinlich in der Schule, was weiß ich was, gemobbt wird, weil es heißt, ich habe dich im Fernsehen gesehen und Raab hat sich über dich lustig gemacht. Und ich finde einfach, es gibt irgendwo auch Grenzen, was Humor betrifft, auch wenn viele Comedians sagen, es gibt keine Grenzen. Ich finde trotzdem, man sollte Grenzen einführen, weil sich über ein Kind lustig machen, das wahrscheinlich mit dem christlichen Glauben aufgewachsen ist und einfach nur das tut, was ihre Eltern sagen, und dann gemobbt wird dafür. Dafür ist einfach das Allerletzte, finde ich. Natürlich kann es sein, dass das Kind
auch an Jesus glaubt von ganzem Herzen, aber selbst wenn es an Jesus von ganzem Herzen glaubt, ist es dennoch nicht richtig, sich über so ein Kind lustig zu machen. Aber das ist, wie gesagt, sobald es um den Glauben geht, dann gibt es keine Grenzen, dann wird sich über alles lustig gemacht. Des Weiteren gab es dann einen Auftritt von Caroline Kebekus und Stefan Raab, wo Caroline Kebekus ihren Song vorgestellt hat, indem sie in der Kirche als Nonne verkleidet ist und später als kleiner Junge, der da nicht Priester, wie heißt es, ich kenne mich jetzt da nicht so aus mit der katholischen Kirche, jedenfalls macht dann Stefan Raab und diese Frau sich darüber lustig, denn das WDR hätte anscheinend verboten, dass man diese Szenen zeigt, weil sie zum Beispiel unter anderem, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, auch am Kreuz mit Jesus leckt, also sexuelle Anspielung. Des Weiteren sagt sie in diesem Clip, den wir hier sehen, ich lasse ihn ebenfalls ohne Ton ablaufen, sehen wir, wie sie da als Nonne verkleidet ist mit sexuellen Anspielungen. Und dann rappt sie oder sagt sie, also sie lupft hier das Kleid, sie lupft das Kleid vor Jesus, also dass Jesus ihre Unterwäsche sieht, oder eventuell hat sie auch gar nichts darunter angezogen. Und dann rappt sie und sagt Folgendes. Moment, ich habe auch das rauskopiert. Dann sagt sie unter anderem Folgendes. Gib mich nur ihm hin, weil ich seine Bitch bin. Also quasi, Bitch ist so ein Ausdruck für also ich sag das Wort jetzt nicht komplett wegen Zensur oder so, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls lästert sie hier über Gott. Dann sagt sie des Weiteren, er ist eine Bank, nur für ihn ziehe ich blank. Okay, ich denke, da muss ich nicht viel dazu erklären. Des Weiteren sagt dann sie, dass es einen Vorwurf gegen Blasphemie gibt und dass sie einen Imagefilm für die Kirche gedreht hat, damit wieder mehrere Menschen in die Kirche gehen. Sie sagt wörtlich, es ist ein Imagevideo für die Kirche gedreht, damit wieder mehr Leute in die Kirche gehen, war lustig gemeint. Also, dass das Video lustig gemeint war, aber nicht beleidigend. Aber es kommt halt trotzdem beleidigend rüber. Des Weiteren sagt sie, oder ich sage jetzt halt einfach mal zu euch, hätte man das mit Moslems gemacht, dann wäre der Shitstorm schon längst da. Aber mit den Christen, da kann man es ja machen. Also hätte man so ein Video über den muslimischen Glauben gemacht, dann wäre der Dislike-Button explodiert. Aber hier gibt es mehr Likes als Dislike, obwohl wir in einem christlichen Land leben. Und hätte man das wirklich mit den Moslems gemacht, dann wäre der Dislike-Button explodiert. Und es soll jetzt keine Beleidigung gegen Moslems sein, sondern ich finde es schade, dass die Christen so für ihren Glauben nicht mehr einstehen, dass denen das einfach scheißegal ist, wenn man sich darüber lustig macht. Und mach sowas mal mit Moslems, mach sowas mal mit dem muslimischen Glauben und das würde niemals funktionieren, aber mit den Christen, da kann man es ja tun. Versteht ihr, was ich meine? Wir haben einfach verlernt, was dagegen zu unternehmen. Danach applaudieren alle im Publikum für das Musikvideo, weil ja natürlich das wieder Kunst ist. Dann sagt der Stefan Raab, was ist denn daran jetzt so schlimm? Und dann sagt sie, keine Ahnung, war doch gut. Des Weiteren, ich danke dem Herrn, denn ich bin dabei bei der Aftershow-Party. Das sagt sie dann hier, während sie auch wieder sich über so einen kleinen Jungen lustig macht, der dann in der Kirche ist. Des Weiteren sagt sie, haha, jetzt haben wir es doch gezeigt, yes, also jetzt haben wir es doch gesehen. Und dann sagt der Stefan Raab, bei uns keine Zensur, beim WDR wäre das anders. Und dann sagt sie, dass MC René in diesen Musikvideos auch auftaucht, also so ein Rapper. Und dann sagt er, also Stefan Raab, MC René als Pastor ist doch alles drin, keine Ahnung, warum da jemand was dagegen hat. Sie trägt auch während dem Interview ein T-Shirt mit zwei Totenköpfen, die man auch in der Freimaurerei finden, denn in der Freimaurerei gibt es ein Ritual, das alle am Anfang machen, wo man sich mit einem Licht und einem Totenkopf konfrontiert, um quasi
um quasi darauf aufmerksam zu machen, dass das Leben vergänglich ist und dass der Tod und das Licht quasi miteinander existieren. Die Freimaurer glauben ja auch daran, deswegen auch der Schachbrettboden, dass das Böse nicht ohne das Gute existieren kann und das Gute nicht ohne das Böse und dass man beides respektieren und anbeten muss. So, des Weiteren ist natürlich auch der Totenkopf ein Symbol von Tod und von Teufel, also von dem Negativen. Natürlich hat jeder Mensch ein Skelett in sich drin und ein Skelett ist nicht automatisch teuflisch, aber diese Menschen verwenden das halt, um quasi das Gegenteil von Leben zu repräsentieren, also der Tod quasi.